Das ist nämlich gerade echt ein bisschen arg wenig, wie ich finde, weil wir fast gar nichts mehr haben. Also wir haben viele, die haben bloß zwei Herzen noch. Ein schlechtes Beispiel gerade. Und der produziert halt fast gar nichts. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ja, vielleicht kann er auch im Winter nichts produzieren. Ja, aber der müsste doch im Sommer mehr produzieren. Vor allem, er hat ein Limit von... Von was? Von 100 Herbs und er produziert halt nichts. Ach so, Moment. Amount of Stored Medicine. Moment, warte mal. Warte mal. Für den Herbalist brauche ich doch einen Gatherer. Oh Mann, ich glaube, ich habe das falsch gemacht die ganze Zeit. Ich habe den hier zwar gebaut, aber den hier noch nicht. Das heißt, der kann ja gar keine Medizin herstellen, wenn er von denen nichts kriegt. Und der sammelt halt was, ist aber nicht so effizient wie der hier, der den ganzen Tag nichts anderes macht als Dinge produzieren. Da geht gerade die Lernkurve um 90 Grad nach oben. Ja. Bin ich mir fast sicher, nämlich, dass das Herb-Limit, dass ich den für den Herbalist, dass ich den Gatherer brauche. Da bin ich mir fast sicher. So, okay, Holz haben wir gleich voll, das passt. Jetzt bräuchten wir bloß noch Stein. So, da kommen 5 Steine, hervorragend. Da kommen 9 Loks, das sind dann die restlichen, glaube ich, die ich brauche. Ne, ein Lok fehlt noch. Okay. Sehr schön, 2 Steine kommen oben drauf. Also es wird langsam. 5 Steine, ach, die schiebt er zur Fischhütte, ist klar. Na gut, Hauptsache irgendwas an Nahrung. Das reicht mir schon. So, den Forester, den reduziere ich dann, weil ich fäll die Bäume jetzt dann selber weg. Also gerade hier hinten, das fäll ich dann alles per Hand weg. Hier haben wir noch Steine dann jede Menge. Da müssen wir bloß ein bisschen die Hütten ausbauen. Dann geht das aber. So, late winter. Dann schmeißen wir so schnell wie möglich dann die Farmer wieder drauf. So, und dann Herbalist und Fischerhütte. Forester würde ich auf einen reduzieren. Geht das auf? Es wird schwierig, aber wir kommen da wenigstens ein bisschen voran. So. Anzahl Loks gering. Ja, das weiß ich. So, da liegen noch genügend Steinchen rum. So, 13 von 16. Hier fehlen noch 3 Steine und hier fehlen 8 Steine. Hervorragend. Ein Lok. Das ist der letzte Lok, der hier noch fehlt. Geil. Na komm, wenigstens ein bisschen voran. Hier direkt Steinchen rum. 2. Naja, besser als nix. So, da kommt wieder Fisch. So, wie viel hat er jetzt produziert in der Season? Wieder 70 weniger.
Er hat wieder 70 Fisch weniger produziert. Das wird jedes Jahr weniger. Jedes Jahr geht die Produktion runter. Das waren die zwei Steinchen, ne? Jawohl. So. Jerica is working. Okay. Ach ja. So, die Quarry da hinten. Das wird auch sensationell gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit den Früchten und ob die Gesundheit dann insgesamt besser wird. Das wäre sehr, sehr schön. Okay, denen ist kalt. Weil die kein Feuerholz mehr haben. Toll, sind alle Fische übrigens hier drin. Schön. So. Late Winter. Chuck. Da fehlt ein Steinchen noch. Da fehlen immer noch 8. Was hast du? Eisen. Also Eisen haben wir en masse jetzt. Vor allem, weil da immer noch ein ganzer Haufen rumliegt. Und die schleppen noch dieses Eisen rum. Anstatt, dass sie den Stein abbauen alles. Nee. Ach, so ein Kind. Fletchel is playing. Oder Flättchen is playing. Sehr, sehr gut. So. Early Spring. So. Mal kurz Pause. Farmer. Forester. Einen. So. Dann haben wir die Farmer genug. Haben 2 Bilder und 3 Laborer. Okay, dann könnt ihr mich das Zeug alles einsammeln noch. Ach ja, weil sie ja anfangen, da unten auch die Steine hinzutragen. Es ist ein Träumchen. Es ist einfach ein Träumchen. So, es wird langsam Zeit, dass ich ein paar Erwachsene wieder kriege hier. Tam, ta, ta, tam. Hidecode 5. Okay. Dann müsste ich jetzt den hier mal wieder besetzen. Leder haben wir ja 4 zum Glück. So, letzte Saison hat er ein bisschen was gefangen zumindest noch. Mal hoffen, dass es in der Saison auch wieder geht. Dass wir ein bisschen Leder herstellen, weil die Klamotten gehen nämlich kaputt. Jetzt müssen wir wieder Klamotten bauen. So. Bisschen Stein tragen die hier rum. Ach, ist ein Kind. Okay. Ah, geil. Die Fischhütte ist fertig. Juhu. So. Kann ich irgendwas noch reduzieren? Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich muss einen Laborer und einen Builder runtersetzen wahrscheinlich. Dass ich zumindest 2 Leute in der Fischhütte drin habe. Sonst wird das nix. Weil dann können wir nämlich vielleicht die Nahrung doch ein bisschen weiter hoch optimieren. Und dann werden hoffentlich ein paar Kinder mal erwachsen. Ich hätte gerne so eine Statistik irgendwie. Wann die Kinder erwachsen werden. Das wäre sehr schön. Das fehlt mir momentan ein bisschen.
Damit kann ich momentan relativ wenig anfangen dann. So, Jahr 5. Das verflixte fünfte Jahr. So, wie schaut es hier aus? So, komm, bau's fertig. Na komm. Sehr gut. Fisherman, so. So, den einen runter. So. Okay. Dann haben wir das. Dann haben wir 6 Fischerleute jetzt. Dann können die in Ruhe fischen. Dann kriegen wir hoffentlich den hier jetzt noch bald fertig. Beziehungsweise von mir aus auch die Hütten. Hier habe ich auch gar keinen Stress damit, wenn die fertig werden. Weil wir dann nämlich wieder mehr Nachwuchs kriegen, mehr Einwohner. Und die Farm, beziehungsweise plus die beiden Fischehütten, plus dann die Herbs, müssten uns eigentlich dann genügend Nahrung liefern. Das heißt, wir haben zumindest die Hungersnot abgewendet. Jetzt müssen sie es bloß noch schaffen, die richtigen Materialien zu liefern. So ist der Herbalist, hat nichts zu tun. Und drum trägt er das Zeug mit sich rum. Herbalist, ja, die stellen halt wirklich nichts her. Vermutlich, weil sie auch einfach nichts brauchen. Tam, taram, taram. So, 8 Steine fehlen uns. Also die Steine hier sind markiert für den Abbau. Das ist hier alles markiert. Komm. Wir priorisieren mal den Steinabbau, mal gucken, ob es funktioniert. Wir probieren einfach mal, ob es funktioniert. Das wäre sehr schön. So, Nahrung 34. So, 4 Fische hat er schon gefangen. Wie viele Leute sind da drin? Hier sind 3 von 4 drin. Und hier auch 3 von 4. Okay, das balanciert sich jetzt ein bisschen. So. Bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das jetzt dann ausgeht insgesamt. Ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Na, wenn die da unten jetzt die Steine hoffentlich noch holen, was sie offensichtlich gerade tun, beziehungsweise zumindest weghauen, dann müssten wir auch die Gebäude alle fertig kriegen. Iron, okay. Ist halt nur einer momentan, aber hilft ja nichts. So, die Gesundheit ist echt gering. Aber es kann auch ein bisschen am Alter liegen, ne? Ich weiß nicht, wie alt die in dem Spiel werden. Aber wir haben schon sehr, sehr viele Alte. Die werden es irgendwann so nach und nach wegsterben. Naja, lass uns mal überraschen. Da-dum-da-dum, da-dum-da-dum.
So. Immer noch 4 von 12. Da unten hat sich auch nichts geändert. Es ist zum Mäusemelken. So, was hast du? 4 Steine. Ja, wenigstens geht's ein bisschen voran. Was bist du eigentlich? Der Bilder. Okay, der Bilder haut tatsächlich Sachen kaputt. Also der sammelt auch wirklich, also der sammelt nicht nur, sondern der klopft auch ein bisschen. Also fällt halt Bäume und so weiter. Das ist nicht schlecht. Und der Laborer macht, glaube ich, halt das allgemeine Zeug und schippert halt Sachen von A nach B. Na gut, so, Cloth haben wir nichts mehr, weil wir haben auch kein Leder mehr. Doch, Leder haben wir 4. Müsst du nur Sachen herstellen. So, Current Season, gefangen hat auch nichts. Geil. Läuft richtig, richtig gut. So. So, ist die Frage, was macht ihr mit den Steinen? Ich habe hier Steine in der Hand, oder nicht? Ja, 3 Steine. Wetten, die schmeißt du jetzt dahin? Oh, krass. Er hat sie dahin geschmissen, wo es auch sinnig ist. Die anderen da, glaube ich, dann hier drauf dann, oder? Der ist jetzt irgendwie, hat das jetzt gesplittet. Total interessant. So, da haben wir wieder eine Steinlieferung, oder? Ne, ist Fisch. Nehme ich auch. Nahrung brauchen wir ja auch en masse. Hier finden immer noch 8 Steine. Hier, priorisieren bitte. Ich bräuchte Steine. Ich dachte, der fällt da unten jetzt Sachen. Okay. Wir haben kein Leder mehr. Leder ist weg. Das heißt, wenn der hier jetzt nichts fängt, beziehungsweise nichts erjagt, dann ist Schicht im Schacht. Dann kriegen wir keine Klamotten mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, du musst in dem Spiel auch relativ schnell expandieren. Dass du ein großes Gebiet hast, dass du nicht mehr so in diesem kleinen Fleckchen bist, sondern dass du ein großes Gebiet hast, dass du auch wirklich alles sammeln kannst. Weil ansonsten bist du, glaube ich, verratzt. Naja. So. Okay, wir haben einen zweiten Jungen nun. Also einen zweiten Erwachsenen wieder. Finde ich sehr schön. Wir haben noch 11 Kinder in der Pipe. Die könnten langsam alle erwachsen werden. Dann würde es wieder deutlich schneller gehen alles. Halalala. Na gut, wenigstens fangen die noch ein bisschen was da oben. Zumindest die Nahrung da nicht ganz für ein. Okay, die Gesundheit ist ja sensationell gut. Und ein ganzes Steinchen schleppt er mit sich rum. Finde ich auch schön. Ah, okay, jetzt baut ihr die Hütte hoch. Finde ich super.